Hallo, heute haben wir den 26.05. halb vier. Und die scheiß kriminellen, geisteskranken Dreckschweine von den deutschen Bilderberger, sprich CDU, CSU, SPD, FDP und die Grüne, die sind sogar so blöd, dass sie nicht einmal kapieren, wenn sie verloren haben. Und naja, das sind halt jetzt die letzten Versuche, massivst Steuergelder am Himmel zu verschwenden. Da, und ich meine, für alle, die es vielleicht noch nicht verstanden haben, Flieger macht Contentstreifen für Sekunden in einer gewissen Höhe und nicht so wie jetzt da, so fette Strahls, siehst du das? Ha, Wahnsinn, was das geil ist. Und das über, ja, weil wenn du 50 Kilometer am Himmel siehst, Luftlinie, wird er 50 Kilometer das Zeigl rauslassen. Das, weil jeder, wo sich ein bisschen erkundigen will und das selbst verstehen will, kann ganz leicht verstehen, dass sowas, was ich da aufnehme, kein Contentstreifen ist, dass auch kein Flieger sowas macht. Und ich möchte betonen, dass die Germanen, die Partei, die Germanen, die einzigste Partei in Deutschland ist, die, wo sie entweder das versteht oder die, wo sie traut, gegen diesen Wahnsinn anzukämpfen. Ja, da nehme ich mal was Schönes nochmal auf. Das Eichkatzel, wo bei uns wohnt. Und ich meine eben die AfD, weil das die einzigste Partei ja noch ist, noch außer die Linke, die wo ein bisschen Mut hat. Und die Wahrheit sagt bloß denen einer die Slogan, sind wir einfach ein bisschen zu rechtsradikal und zu primitiv. Mit dem Flüchtlinge, glaubt nicht, dass ihr hier bleiben könnt und den Schwachsinn. Wenn ihr Eier habt von der AfD, dann geht's doch auf Merkel los. Merkel holt die Flüchtlinge rein. Die kommen nicht von allein. Die Menschen, die wo, was weiß ich, mal Flüchtlinge, mal Asylanten heißen, mal Gastarbeiter. Ihr lasst euch ja total verarschen und jedes Wort auf die Nasen binden. Kämpft doch mal gegen die Merkel pur, direkt an. Ihr AfDler, wenn schon so mutig seid angeblich. Und mich würde echt interessieren, was euer Konzept ist, wenn da wirklich dann eben die sogenannten Flüchtlinge oder die Menschen, wo halt eben in das Land gelockt werden, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kapiert, dass die da reingelockt werden, was ihr als anderes Konzept dann habt, was ihr dann mit Deutschland machen wollt, wenn jetzt, sagen wir mal, ja, die Menschen weggingen daten von Deutschland, was würdet ihr dann machen? Da würde mich echt interessieren, was dann für ein Konzept habt, was dann für Vorstellungen habt, weil so behinderte rechtsradikale Sprüche bringen und dann, was weiß ich, die gehirnamputierten Glatzen da auf eure Seiten ziehen, das ist das eine, aber was habt ihr dann für Vorstellungen? Was würdet ihr dann machen in Deutschland? Das würde mich echt gerne interessieren. Der Wahnsinn, wie das da hochhupft. Naja, das ist ihr daheim. Das ist jetzt ihr Baum von dem Eichkatzel. Das wohnt jetzt da oben. Kennen Sie schon gut aus in ihrer Wohnung. Es wäre da schon immer zahmer. Gestern haben wir so einen Vogel von einer Katze gerettet, der wo gerade das Fliegen angefangen hat und dann von der Katze gejagt worden ist, von einem Nachbarn. Aber der hat schon überstanden. Die hupft da rum. Ja, das ist so ein mutiges Tier, Mann. Alter, das hupft da rum, wie wenn das nichts war. Naja, mal schauen, vielleicht versteht er die AfD irgendwas und kämpft einmal nicht gegen die armen Menschen, die wo in das Land gelockt worden sind, sondern gegen die scheiß geisteskranke Drecksau von Merkel und ihre Befehlsgeber, wenn man es so sagen will, von der die deutschen Bilderberger, die Wirtschaftsbosse und die anderen scheiß kriminellen Dreckshaufen, was da gibt. Naja, wenn du es schau dir mal auf die Germanen-EU die Seiten kämt, weil oh.
Vielleicht kapierst du dann irgendwas. Und wenn du was verstehst, wo ist, wirst du das 100% verstehen. Da bin ich mir sicher, weil jeder Mensch kann das verstehen. Ja, wo das verstehe, wo ich. Da haben wir wieder schön ein normaler Flieger. Und da siehst du nichts bei dem Flieger. Da kommt nichts hinten raus, gar nichts. Das ist einfach ein ganz normaler Flieger, der wo da drüber fliegt. Und nein, da kommt halt auch kein Kondensstreifen raus über 20 oder 50 Kilometer, wie lange man halt am Himmel ist. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen den normalen Flieger auf, der fliegt jetzt auch Richtung Grünwald-Pullach. Aber dass du eben siehst, das ist ein ganz normaler Flieger. Und wer den Unterschied nicht versteht, zwischen dem, was ich jetzt da aufnehme, am normalen Flieger, und den Chemtrail-Flieger, die wo kilometerlange, ja, wie beim Auto, extreme Abgase rauslassen, ja, der versteht einfach nichts, ganz einfach. Jedoch kannst das du auch verstehen, weil wirklich sogar der unbewussteste Mensch, der wo sich von den Verschwörungstheorien und dass es kein NWO gibt und keine deutschen Bilderberger, die einen regieren, die wo die Parteien in der Hand haben, die Fünfe, wo ich immer nenne, und mei. So, ich hupfe mal in dem Gebüsch jetzt immer rum. Das ist gerade recht jetzt für die. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir das so gut gemacht haben für die Tiere. So, ist auch schon wieder einer. Ja, wo sind sie denn? Jetzt mache ich dann nochmal einen Tierfilm von den Tieren im Garten bei uns. Da hinten fliegt schon wieder der nächste. Ja, der kommt wieder von Richtung Grünwald und Pullach. Und auch wieder ein mega fetter Strahl. Ich meine, das ist jetzt mal von einem Kindergarten das Jahresbudget. Ich meine, wir könnten normal in Deutschland täglich 100 Kindergärten eröffnen und Hortplätze umsonst, dutzendweise. Ganze kleine Städte könnte man da bauen für das Geld, wo die Kinder von den Eltern, die wo arbeiten müssen und halt leider keine Zeit haben, am Nachmittag für ihre Kinder, die müssen halt nicht in so verschimmelte Lecher drin rumgammeln, wie sie es teilweise ja nur zur Verfügung stellen und auch noch Heidengeld dafür verlangen, sondern es kann alles umsonst geben in Deutschland, alles. Und allein, wenn es nicht so möglich wäre, dann könnten sie nicht das Geld am Himmel versprühen. Die Steuergelder, nur für das, dass ihr krank werdet, oder jeder in Deutschland krank werden sollte. Schaut einmal den fetten Strahl an. Und der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Den kann ich jetzt schön aufnehmen, über ungefähr, ich bin kein Luftexperte wie manche, die wo die Videos anschauen und trotzdem nichts verstehen. Aber ich schätze mal, dass das schon 50 Kilometer Luftlinie sind, wo sie die Flieger sehen am Himmel. Und über die ganze Strecke machen die kontinuierlich solche Striche. Obwohl Kondensstreifen nur für Sekunden in einer gewissen Höhe entstehen. Und nicht für Stunden. Weil der Flieger macht das für Stunden. Solange er halt eben da oben fliegt, solange macht er das Zeigel da oben. Nein, keine, also es gibt da schon nur Menschen, wo das eben verstehen, aber die, wo das nicht verstehen, Alter, ja, der hat's mal. Da, ein Wahnsinn, das ist noch derselbe Flieger, jetzt kann ich einen kleinen Horn aufnehmen. Der kommt da von links, den sehe ich jetzt schon gut. Da, warte, kann ich einmal rüberschwenken. Der ist da, wo ist er denn? Da, da fliegt er, siehst du? Das sind auch wieder zwei, die wollen jetzt da schnell fast im gleichen Eck hinten fliegen. Unglaublich. Ich meine, verstehe jetzt schon langsam, dass meine Nachbarn und so nichts machen dagegen, weil die einfach gar nicht wissen, was dagegen machen sollten. Weil sie einfach viel zu anständig sind und brav und sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen können. Dass man wirklich von der deutschen Regierung, die momentan noch einen Song hat, in Deutschland bewusst vergiftet wird.
und bewusst krank gemacht wird, das ist, ich meine, es war für mich am Anfang auch ein ziemlicher Schock, so ist das nicht. Weil ich mir gedacht habe, nicht einmal der Adolf Hitler hat Gas am Himmel versprüht über Menschen. Der hat es wenigstens noch gezielt in der Kammer gesteckt und dann das Gas eingeführt. Was noch ziemlich human ist, im Gegensatz zu dem, was da abgeht momentan am Himmel über München. Da, wo sie es bewusst am Himmel versprühen und einfach jeden Menschen das draufsprühen. Egal, welche Nationalität, egal, woher der kommt, egal, an was. Egal, einfach jeder ist da fällig bei denen. Jeder, ja, wo in München wohnt und Umgebung. So. Da den Kommando mal schießen. Und alle Flieger machen Contentstreifen. He? Für die, die das vielleicht immer noch nicht glauben wollen oder verstehen können, alle Flieger machen Contentstreifen, wo ich aufnehme. Bis auf das eine Flugzeug, wo er wirklich das Passagierflugzeug war. Aber ansonsten nur solche Contentstreifen. Und das macht jeder Flieger über 50 Kilometer oder wie weit ich heute ihn in der Luft ziehe, macht jeder kontinuierliche Contentstreifen. Und wenn ich es über 1000 Kilometer aufnehmen kann, die Flieger, dann hatten es eben über 1000 Kilometer die Contentstreifen machen. Solange man es halt sieht, über ganz München, über ganz Deutschland fliegen die ja, solange machen die Contentstreifen. Das ist einfach Blödheit pur von der deutschen Regierung, was sogar am Himmel präsentieren. Wie blöd das sind. Und du, wo den Video anschaust, bist höchstens unbewusst. Und dir nicht bewusst, was da am Himmel abgeht. Jedoch die, wo das machen, die sind blöd. Die sind wirklich, denen hat man ins Hirn reingeschissen. Und du siehst auch den Unterschied, schau, der lässt jetzt hinten raus von den Flügeln. Während die anderen, wo ich jetzt gerade aufgekommen habe, die haben es aus die Flügeln rauslassen. Ich meine, das sieht man auch schon langsam an die Videos ganz gut, wo ich aufnehme. Da, der hat jetzt hinten an der Heckflügel die Düsen dort. Und der lässt das jetzt hinten raus. Da schaue ich jetzt, dass ich jetzt dann gleich als nächstes einen kriege, der wo es aus die Flügeln rauslässt. Damit du schön den Unterschied auch verstehst. Und schon ein Contentstreifen entsteht nicht einmal abwechselnd an die Flügeln, dann am Heck von einem Flugzeug, sondern, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die entstehen, aber auf jeden Fall wird das gleich ausschauen. Weil Contentstreifen immer gleich von einem Flieger weggingen. Während das geht jetzt hinten, direkt aus dem Heck von dem Flugzeug raus. Und die letzten, wo ich gerade aufgenommen habe, da ist das aus die Flügel rausgekommen. Der Strahl war viel breiter wie der jetzt da. Aber jetzt nehme ich nochmal den auf. Und siehst, das sind zwei Strahle, die wo hinten rausgegangen. Eben weil er es aus dem Heck hinten rauslässt. Sieht man jetzt schön genau, dass das nur zwei Strahl sind, die wo eben aus dem Heck hinten rauskommen. Ja gut, jetzt wird es mir zu langweilig, weil es fliegt jetzt einfach gerade wieder gar keiner mehr. Und ich möchte ja, vielleicht mache ich nachher noch einen, wenn ich nachher noch mal welche komme, damit ich noch ein bisschen Werbung machen kann für die Germanen. Weil die Videos bleiben die nächsten 4 Jahre drin, bis 2021. Und da hoffe ich, dass wir viele Menschen selber verstehen, auch wenn der Wahnsinn aufgehört hat. Dass das einfach Geisteskranke sind, die das alles gemacht haben und veranlasst haben, dass solche Flieger über München fliegen oder momentan ja über vielen Städten von Deutschland. Ja, ist klar, dann schaue ich mal, ob nachher noch mal ein paar fliegen. Dann mache ich nachher wieder ein Video. Ciao, merci fürs Anschauen. Mach's gut.